mit den Füßen vor allem. Da muss man sich halt erstmal genau ein bisschen dran gewöhnen, dass die Füße trotzdem irgendwie stehen oder einfach rausfinden, wie gut das funktioniert. Aber trotzdem ist es also super schöne Klapperei. Ganz oft. Ja, und wenn es gleich von oben kommt, sowieso. Das ist dann ist mega, genau. Aber auch im Vorstieg, da bin ich dann auch in der 5-6 schon sehr, sehr vorsichtig, sozusagen. Ja. Das ist echt cool, es hat so was Tropisches irgendwie. Da steht auch mal viel so, so Fernzeug. Ja, voll. Das ist halt immer so in den Tälern, so enge kleine Schlüchte hier. Mhm. Und da hält sich halt immer auch lange die Feuchtigkeit drin. Ja, was hier noch interessant ist, wir sehen, wie viel du davon mitgekriegt hast, die sächsische Tälertradition. Da reden wir ja ganz viel drüber. Ja, ja. Mit traditionell und Knoten und so weiter. Ne? Genau. Ja. Also Friends-Klemmkeile oder so Metall-Klemmgeräte kannst du einfach nicht verwenden. Oder sollte man eher nicht. Oder sich auf jeden Fall nicht erwischen lassen. Ja, aber es ist nicht nur, weil es gefährlich ist, ne, sondern wahrscheinlich halt auch, weil man den Fels ruinieren ganz würde, genau, oder? Ja. Und wenn du an einer bestimmten Stelle halt 10 Morgen einen Klemmkeil legst, dann kann es sein, dass die Stelle irgendwann so ausgeschubbelt ist, dass dann ja, ist klar, nichts mehr reinpasst, so, oder du die nächste Nummer auf Größe drauf. Ja, da gibt es so richtig so Regeln, ne? Also die dann hier so Sinn machen, so Steine, und dann gibt es aber auch so eine Haltung, eine Einstellung. Ja. Und so ein bisschen so ein Heldentum, und das ist halt irgendwie... Ja, so mit diesem schönen männlichen Sport. Ja, ja. Genau, da gibt es so einen Heroismus-Turm, Eroberung, ganz viel Eroberung, die Eroberung der Schreiber und so. Ich stehe hier 10 Meter über dem Ring und kletter immer noch um 10 Grad, voll geil. Genau, und ich kann jetzt so und so weit frei und keine Ahnung. Oder dieses auch mit diesen Baustellen und so, das finde ich ja so lustig. Ja, das ist also, das sind so. Legen so übelst Wert auf dieses. Ja, im Endeffekt wenig gesicherte und sonst irgendwas. Und wenn du dann aber eine Stelle hast, die du nicht klettern kannst in einem bestimmten Grad, dann ist es okay, eine Baustelle zu machen. Das heißt schon freistehend und nur mit der Felsstruktur irgendwie. Aber du darfst dich quasi im Ring sichern. Und vom Ring weg darf dein Vorsteiger über dich als Baumann sozusagen drüber klettern. Also du hältst dich an großen Griffen fest, okay. Der steigt auf die Schultern, geht über die oder versucht so sich so lang zu machen, wie es geht. Was? Okay. Ja. Und schiebt sich über die glatte Wandstelle oben drüber, die nicht kletterbar ist, drüber und hat irgendwann wieder einen Griff und danach steigert auf dann in die Trittschlinge oder am Seil hochgehen so das Stück. Und das ist dann wieder okay so. Weißt du? Und wieder erlaubt. Also du oder baust unten Menschentürme, damit du an den ersten Ring irgendwie rankommst. Also richtig pyramidenmäßig wie bei Cheerleaders. Okay. Ja. Irgendwie auch so ein bisschen skurril und paradox zu diesem Helden. Sie wollen einfach so wenig wie möglich Material in den Fels. Genau. Und hier ist halt, oder gerade in der Erschließungszeit, ist halt hier dieses AF-Klettern im Prinzip. Was heißt AF? Alles frei, und aber trotzdem im Ring oder in den Schlingen ruhen sozusagen. Ah. Ja. So we're gonna take a look at first this crag corner, and up there to the right, and up there somewhere hopefully there's a ring or something. I think in the corner, in the crag, we're gonna belay with knots, with rope knots, which is kind of tricky. As you can see, this is what the crag looks like. Not very big. It's usually enough for a knot. And as you can see how grainy it really is. And that's the reason why, you know, knots like these, actually they don't stick so bad in these kind of slots, you know. At least if you stress them in the right direction, you know. And another thing is that you cannot really see any signs of chalk on these walls, because we are in the national park area and it's actually forbidden to use chalk in the national park, because it supposes it's supposed to ruin the rock and, you know, make everything dirty.
Jo, Knotenschlingen legen im Riss, im Sandstein. Kannst du einen einfachen Knoten, also einen Sackstich nehmen oder einen Achterknoten. Und am besten ist, man versucht den so flach wie möglich zu drücken, damit man den im Riss halt einfach schön weit hinterschieben kann. Und wenn er dann irgendwo, also der Riss sollte am besten so ein bisschen konisch nach unten zulaufen, können wir dann vielleicht gleich mal in die Stelle hereinfilmen. Ganz da hinten tut er das nämlich über diesem Loch. So, da ist es halt über dem Loch, geht es so ein bisschen wie ein Trichter hinten, ganz hinten in der Ecke irgendwie rein. Und da schieben wir jetzt unseren Achterknoten rein. Und damit er gut reinpasst, am besten hier auch schön Ende überlassen, damit man es wieder rausziehen kann, nach oben. Und wenn er noch weiter hinter muss, brauchen wir halt einen Rissspatel. Ah, dafür ist der Spatel, was du vorher gemeint hast, okay. Also nicht nur dazu, um ihn reinzubringen, sondern vielleicht auch manchmal, um ihn wieder rauszuholen. Ja, okay, okay. Das ist einfach so ein Metallding oder wie mit dem Schieb. Hier musst du Holz nehmen, aber im Kalk oder so kannst du natürlich auch Metall verwenden. Ja, okay, verstehe. So, und an der richtigen Stelle, wenn er dann nach unten belastet wird, zieht sich der Knoten halt fest. Und wenn man die richtige Stelle erwischt hat und die richtige Schlingenbreite, dann ist es eigentlich ringwertig und da kann man sich hier auch dranhängen. Okay. Und quasi ringwertig bedeutet auch einen weiten Vorstiegssturz in die Schlinge reinfallen und das unterhalten sozusagen. Und es ist halt, ja, die Oberfläche von dem Sandstein ist schon entscheidend, ne, dass das funktioniert und so, dass, weil der so rau ist und also ich glaube, frisst wenn du, sich so richtig rein. Ne. Wenn du glatteres Gestein hättest, dann wäre die optimale Rissform auch Voraussetzung und dann würde es wahrscheinlich auch gehen. Ja, voll. Ich habe mir auch schon beim Rausholen ein bisschen was geholt auf den Händen. Ich habe schon gesehen, ich hole mir jetzt mal irgendein Stöckchen zum Rausholen. Nee, ich habe mich dran gehangen und. Alte Seilstücke oder wie? Genau, oder du kaufst ganz spezifisch sozusagen, also du hast dann einfach ja Seilrollen im Klettershop und dann kannst du sagen, gut, hier mal eine 1,50er oder 2 Meter Schlinge oder so, von dem und dem und der Stärke. Okay. Und dann hast du so verschiedene Materialien, das ist halt zum Beispiel Kevlar und also ich weiß gar nicht, ich glaube, ne, der Kern ist, da ist Kevlarfaser mit drin irgendwie. Und das Ding ist halt klein, leicht und trotzdem haltbarer oder ne, als Polyamid zum Beispiel, als diese ganz normalen Schlingen. Und bei Kevlar ist halt cool, wenn du so eine Sanduhr fädeln willst, die schmal und dünn ist, kannst du da halt einmal ziehen und dann ist sie relativ steif. Durchfummeln. Oder du könntest sie sogar ein bisschen krumm machen und so hinten in die Ecke schieben. Das ist witzig, ganz geil. Und die passen aber auch gut in schmale, kleine Risse, so als Knotenschlingen. Weil man muss ja das Ganze dann einhändig irgendwie schaffen, dass man das reinkriegt. Genau. Und du kannst halt zum Beispiel dir eine Schlinge so vorbereitet an den Gurt hängen, wenn du weißt, okay, da kommt eine mini kleine Sanduhr, dann fädelst du die mit, also einhändig irgendwie durch, ne? So, und wenn die dann hängt, kannst du im Prinzip den Knoten so hier mit einer Hand dann auch nachfädeln. Also man sagt zwar, wenn man jetzt zum Beispiel eine Sanduhr legt, also so ein Felsensteg sozusagen, dann ist es geil, wenn man die so rund knotet, also wenn der Knoten so eine Verbindung hat und nicht so einen tropfenförmige. Ja, ist klar. Weil der dann, ne, wenn ich jetzt so knote, dann zieht man das so auseinander. Dann zieht es den auseinander und so ein Knoten ist ja immer ein Schwachpunkt im Seil oder in der Schlinge sozusagen. Und wenn der rund geknotet wäre, dann wäre die Last besser verteilt sozusagen. Genau, aber man kann es glaube ich auch im Notfall einfach so drum legen und einen Ankerstich machen. Und dann hat man. Sozusagen. Dann hat man wieder dann hat man sie im Prinzip so und dann zieht es die zwar auseinander, aber man hat halt erstmal eine Sicherung sozusagen. Und so einen kleinen Hüpfer würde die schon auch halten. Okay. Genau, und dann hast du halt noch, oder ich habe oft diese rund genähten Dynema-Schlingen noch mit, weil die einfach leicht und cool sind und um eine Felsnase oder eine Plattenschlinge kannst du halt schön drumlegen. Auch geil, weil großer Felsblock ringsrum geworfen hast, Standplatz. Das ist echt super. Oder kannst bis zur Kante verlängern, wenn du oben irgendwas bauen willst oder so. Für was ist das gut? Das hält ziemlich gut an dieser Struktur. Und wenn du jetzt, sag ich mal, eine nicht ganz eindeutige Platte hast und du bindest das so ab, also ne, du hast hier was rauskommt, was dahinter ein bisschen schmaler ist, oder? Vielleicht finden wir was. Ja, zum Beispiel kannst du schön. Das ist jetzt nicht eindeutig, weil es halt nicht so hinterschnitten ist, dass die wirklich gut hält. Und dann könntest du jetzt einfach hier noch, keine Ahnung, Krawattenknoten sozusagen darum binden. Das ist halt ein ziemlich langes Ding. Du kannst es hier so nach oben ein bisschen festmachen.
Und dadurch, dass die ein bisschen fusselt, bleibt die etwas kleben. Hebst die vielleicht nach oben nicht ab, wenn du weiterkletterst sozusagen. Wenn du Pech hast, geht es trotzdem so. Okay. Ist halt dann scheiße, ne? I just wanted to share a few experiences that I had when I was trying this unknown, you know, 7C Saxon grading route, which is around 6A or something, French. First of all, the surface of the rock, you can't use chalk because it's forbidden in the national park area. And you've got all of these little pebbles, you know, on sandstone, which is really biting into your skin, so to say, but at the same time, because you can't use chalk, it kind of has this threshold feeling, you know, which you sometimes get when you place new routes, when you set new routes in your boulder gym, where you all have these, you really have these clean volumes, you know, with this rough surface, where you have the feeling, although it sticks very well with chalk, without chalk at the same time, you have the feeling that you could pop off at any time, you know. So this is why, you know, you have to be really careful on the sandstone, especially if it's warm like that and you're sweating on your hands, you know. And also at the same time, you have to hold some holds for a really, really long time because you gotta place those knots, which takes just insanely long, you know, because you have to figure out where to place them, which knots you want to place. Then you have to actually place them and test them whether they hold or not. And then you have to get the quick draw in, and then you have to get the rope into the quick draw. So all of this takes quite some time, and as you can see, all of this time you're hanging in the other hand. The right hand is kind of getting pumped here already because this hold is actually not so good. It's always this kind of slopey feeling, you know, you could pop off at any time. And the same with your footholds, you know, because if you're stepping quite with some pressure onto some footholds, actually you can literally feel how some of these grains come loose and, you know, you slip sliding around on those grains. So all these, you know, factors, they make it really interesting and really, you know, sketchy feeling. And I can very well understand that you have to get used to this kind of style, you know, also in a way that it's not too dangerous for you simply. Das ist schon geil da mit dem Turm, der da aussagt hier. Die Schrammsteinaussicht ist im Prinzip da oben. Ja. Und dann geht so ein Sattel runter, da sind so Bäume und dann kommt so ein markanter Felsturm, das ist die Tante. Ah ja. Den kannst du auch beklettern. Und so links daneben kommen noch der mittlere und hohe Torstein. Das ist ein Wahnsinn. Das ist unglaublich, also wirst du nicht fertig. Und das geht dann noch hier bis zur tschechischen Grenze hinter und noch weiter. Da kann man überall raufklettern, also gibt's überall. Also nur auf die vom Massiv abgetrennten freistehenden Türme. Okay. Und aufs Massiv direkt kann man halt hochlaufen und dann oben auf die Türme auch wieder, aber die Massivwände hoch darfst du nicht klettern. Die Massivwände werden nicht beklettert voll. Ja. Was also ich auch teilweise echt schade finde, weil da ist so viel saugeiles Felspotenzial. Und was ist der Grund dafür, dass man hinten das nicht abtritt oder was, den losen Boden? Oder? Ja, im Prinzip sind es auch Naturschutzrichtlinien wie Vogelbrutgebiete und hast nicht gesehen, sowas. Genau, und dann nicht dieses Aussteigen oder von oben an die Umlenker ranseilen oder so, dass man halt immer diese Kante zerlatscht hier. Ne? Also du hast ja hier so einen kleinen Belag Humus oder irgendwas drauf, so ein bisschen Substrat. Und meistens hältst du dann das Heidekraut oder eine Birke oder irgendwas und ein bisschen Gras und das war's. Und das würde abgetragen. Das tritt sich schnell runter, genau. Also da ist nicht so eine Schicht außen drauf, oder wie? Oder schon? Das ist auch eine Schicht, aber die ist auf jeden Fall fester und stabiler von der Sandsteinstruktur her, weil da ja ein großer Eisenanteil mit drin ist, wenn das so rostig aussieht hier. Und meistens ist dann der Felsen insgesamt auch kompakter und die Schicht ist besser. Und wenn du so eine Platte hier abbindest, also wenn du so eine richtig große Platte hast, das ist auch eine bombenfeste Schlinge. Gut. Okay. Und der ist auch ein bisschen feingliedriger, also der reibt nicht ganz so schnell die Haut runter. Ja, voll. Obwohl, wenn du hier viele kleine Crimps festhalten musst, ist dann irgendwann auch durch. Look at that crazy features, man. Also das ist jetzt das Lineal, gell, was du probieren magst. Ja,
leicht parallel versetzte Risse und dann oben raus Wand und Platten. Belaying Michael on this route called Das Lineal is about 9A Saxon grading, I think, which corresponds to 7A French grading. It was another really, really interesting experience, you know, first of all, because just how long it takes, you know, just how long this journey takes. The route is really long, I think above 30 meters. He went to the first ring, the first metal ring, which was like, I don't know, on the height of, on the height of 20 meters or something. And up until this point, he only belayed himself with these, you know, knot slings in these cracks. And just how, you know, how slowly he went and, you know, thinking about every move. And the thing is, the higher you get up, the more things you have to calculate, you know. You have to calculate, where it will be possible to place the next knot, you know. Is the knot that I placed before holding, is it a good one? Is it something that I want to, that I'm able to fall in, you know? How hard are the next few moves? Is there the chance that I could fall? How fresh am I still? You know, because I already placed like three knots or something and I'm obviously already a little bit pumped. Because, you know, on these cracks you always have to hold on to, you know? I mean, he's got really good crack technique. He also knows how to jam his feet in there and how to use his hands, you know, using hand jams and stuff like that. So I would have looked poorly on this kind of climb, for sure. But he went there, you know, really, really slowly, really thinking about every little move and having this kind of endurance, you know, just having this kind of endurance is just amazing for me to watch, because I wouldn't have been able to do it, you know. So yeah, really interesting to watch. And he also told me that this kind of climbing, because he grew up on it, you know, it kind of shaped his climbing style. And he's in general now a really endurancey climber, you know, thinking about every move. And sometimes it's hard for him on sport routes to get into this thinking that you can actually fall, you know. He doesn't like to climb to the fall now. And this is also very interesting, I thought, from a psychological standpoint, how a certain climbing style can, you know, how a certain tradition or a certain rock can shape your climbing style, really. And yeah, how it can be sometimes hard to then afterwards break out of it. So for me, on the other hand, it would be probably a little bit, I would be in danger there a little bit more, because I would climb much more like sport, you know, like thinking that this piece of protection will hold me 100%, which might not be true, especially for me, since I have not a lot of experience with placing these knots, you know. So all of this stuff, yeah, really, really interesting. Interesting to watch, interesting to belay him there. Yeah, really, I have to thank him for this experience. I learned so much that day. It was just a memorable day.
jetzt schon wieder in Schulen. Guck mal, eigentlich sind das alles, ne, das sind ja alles so Tafelberge und das ist so ein großer Tafelberg, wenn du so willst. Und hier hast du ultra viele Täler, hier hast du diesen Gratweg oben drauf. Okay. Und hier hast du so diese Wege ringsrum, sozusagen. Ja. Nationalpark Sächsische Schweiz. Very nice, very nice.